Herzlich willkommen zu Jagdfieber. Mein Name ist Paul Drucks. Herzlich willkommen zu Jagdfieber. Mein Name ist Markus Assemacher, Hallensprecher der Füchse Berlin. Heute war angerichtet hier im Fuchsbau 9000 Zuschauer gegen den THW Kiel und mein heutiger Studiogast ist unsere Nummer 95, Paul Drucks. Einem wird auf einmal ganz, ganz klar bewusst, wie schnell oder wie wichtig der Körper eigentlich ist und wie schnell sowas passieren kann. Und ich glaube, auf den Körper Acht zu geben, ist halt ganz wichtig, weil vor allem in unserer Sportart halt der Körper das Kapital bedeutet. Ich würde sagen, für die Schwere der Verletzung doch schon sehr weit. Kann schon einiges machen. Hab den Ball auch schon mal wieder in der Hand gehabt und konnte einen Pass machen. So ist der Stand der Dinge bisher. Paul Drucks sagt, es gebe gute und schlechte Tage während der Reha-Zeit. So bedacht, wie der Rückraumspieler vor seiner Verletzung auf dem Parkett geglänzt hat, geht der Student aktuell auch mit seiner Verletzung um. Das übergeordnete Ziel ist natürlich einfach zurückzukommen und die Schulter soll 100% ausgeheilt sein. Und wann das dann genau passiert, das kann wirklich keiner richtig sagen. Natürlich hat man noch den Traum, da mitzuspielen. Ich glaube, das ist auch ganz klar, aber ob das dann halt auch zu realisieren ist, wird man abwarten müssen. An eine EM-Teilnahme mit der deutschen Nationalmannschaft im kommenden Januar denkt Paul Drucks aktuell nicht. Dafür beschäftigt sich der Rückraumakteur bei Auswärtsspielen seiner Füchse, die nicht im Fernsehen übertragen werden, mit sozialen Netzwerken und darin stattfindenden Live-Tickern. Der Nationalspieler ist auch als Beobachter ein Mann für die letzten Spielminuten. Ich glaube, da ist man auch als aktiver Sportler sehr, sehr abgehärtet und glaube ich nicht so wie der normale Fernsehzuschauer da. Das nimmt man gar nicht so mit, aber natürlich, wenn es dann nochmal hart auf hart kommt und um die letzten Sekunden geht, da ist man schon ein bisschen emotionaler. Sein Reha-Training legt der 20-Jährige zumeist so, dass er seine Mitspieler in der Kabine treffen kann. Sicher eine gute Abwechslung zum Lauf- und Reha-Programm. Trotzdem weiß ein derart reflektierter Spieler wie Paul Drucks natürlich, dass er aus der aktuellen Situation einiges lernen kann. Die Verletzung gehört halt eben jetzt auch zu meiner Karriere dazu und ich hoffe, dass ich da halt stärker dann wieder zurückkommen kann. Ja, Paul, wir konnten gerade sehen, dass Laufen nicht deine Lieblingsbeschäftigung ist. Du würdest lieber Handball spielen, oder? Ja, selbstverständlich. Laufen mit dem Ball in der Hand wäre auch noch okay, aber natürlich, ich würde gerne Handball spielen. Zurzeit ist es noch nicht möglich, aber da das Laufen ja auch irgendwie zum Handball dazugehört, ist das natürlich so eine Pflichtaufgabe. Wenn man nicht so gerne läuft und jetzt genügend Zeit hat, um Laufen wirklich viel, viel zu machen, also viel zu trainieren, das heißt, du kommst eigentlich fitter zurück, wie du vor der Verletzung warst. Ja, so ist der Plan. Ich meine, so eine Verletzung ist auf der einen Seite natürlich sehr, sehr negativ, aber man kann es natürlich auch dazu nutzen, um zum Beispiel die Kondition wieder aufzubauen, die Kraftwerte zu verbessern und es wäre natürlich schön, dann stärker zurückzukommen als vorher. Gibt es denn irgendwo einen Zeitplan oder ein Ziel, was du dir gesetzt hast, wann du wirklich wieder hier im Fuchsbau die ein oder anderen Tore werfen wirst? Ah, das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Ich glaube, so eine Schulterverletzung sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und da muss man sich echt Zeit lassen. Und bisher gibt es da echt kein genaues Datum, was ich mir jetzt gesetzt habe. Dann lassen wir dem lieben Paul noch ein bisschen Zeit, bis er zurückkommt. Wir hätten ihn heute gebrauchen können, denn leider haben wir verloren mit 24-27. Und wie das Ganze zustande gekommen ist, das schauen wir uns jetzt ganz entspannt an. Der letzte Erfolg der Berliner Füchse gegen den amtierenden deutschen Meister datiert aus dem Jahr 2010, genauer gesagt vom 19. September. 5 Jahre später ist der amtierende Vereinsweltmeister nah dran an einem abermaligen Erfolg. Letztlich aber treffen die Hausherren nach ihrem 18. Tor durch Fabian Wiede in der Folgezeit zu wenig, sodass der Rekordmeister sich absetzen kann. Letztlich sogar entscheidend. Immer wenn man eine Phase hat, wo man nicht trifft und das Spiel hinten raus eng wird, ist eine entscheidende Phase. Natürlich war es eine. Erste Halbzeit haben wir gewonnen, in zweiter Halbzeit waren wir auch 15, 20 Minuten dran. Und natürlich, so eine Niederlage ist natürlich jetzt bitter, aber muss man auch sagen, dass gegen uns hat ein sehr guter Gegner gestanden und am Ende in den letzten 20, 15 Minuten waren die einfach besser. Eine Blaupause, wie man gegen die Kieler bestehen kann, erstellen die Berliner in der Anfangsphase der Partie des Öfteren. Mit guter kollektiver Abwehrarbeit und dann mit schnellen Beinen in die Gegenrichtung. Nationalspieler Fabian Wiede mit viel Zug und dem richtigen Laufweg zum Tor. 5:4 für die Füchse.
Und es geht schwungvoll weiter. Drago Vukovic, Anspiel an den Kreis auf Jesper Nielsen gelingt und dieser überlobt im Kieler Tor Niklas Landin. 8:6 für die Füchse, die in dieser Phase konsequent weitertreffen. Silvio Heinevetter mit einer von vielen guten Aktionen in der ersten Hälfte und dann kommen die Füchse in den Gegenstoß 9:7, wieder durch den Schweden Jesper Nielsen. Die nächsten beiden Berliner Treffer kann Fabian wieder erzielen, der in dieser Partie auch vermehrt auf der Mitte agiert. Der Nationalspieler erzielt letztlich 8 Treffer für sein Team und ist damit der beste Werfer der Berliner. In die Halbzeit geht es für die Füchse mit einer 12:11 Führung, die letztlich aber nicht höher ausfällt, weil die Berliner zu viel an der 7-Meter-Linie liegen lassen. Die zweite Hälfte beginnt mit dem 12:12 Ausgleich der Kieler durch Dovniak. In einer nun ausgeglichenen Partie können die Spieler von Trainer Erlingur Richardson ihre Führung zunächst verteidigen, auch weil Silvio Heinevetter durch mehrere starke Paraden sein Team im Spiel hält. Dann ist es der Kapitän, der für Unordnung in der Kieler Deckung sorgt. Eingelaufen am Kreis 15:14 für die Füchse. Bjarkimir Ellison mit dem 16:15 von der 7-Meter-Linie. Doch die Kieler bleiben dran, der erste Wurf geht an den Pfosten, der zweite ins Tor. Silvio Heinevetter legt's nieder. Eine weitere gute Szene der Füchse ist Treffer Nummer 17. Schönes Anspiel von Fabian Wiede auf Jakob Guyun. Kiels Trainer Alfred Gislason gerät unterdessen an der Seitenlinie in Wallung. Dieser Treffer von Fabian Wiede ist wie bereits erwähnt für längere Zeit der letzte der Füchse. Die Kieler können unterdessen Gegenstöße inszenieren und langsam aber sicher davonziehen. Letztlich entscheidet eine breitere Kieler Bank und die individuelle Klasse des amtierenden deutschen Meisters ein Spiel, in dem die Füchse lange Zeit den Kielern die Stirn geboten haben. Wir haben das Momentum, was durchaus immer wieder da war, nicht genutzt. Und wenn du dann 30 Meter verwirfst, wenn du bei 11:7 nicht mit der Situation, wo die Möglichkeit besteht, damit in die Pause zu gehen, dann wird es halt ein Stück weit eng. Und von daher, summa summarum, hat Kiel das Spiel dann auch verdient gewonnen. Ich denke, dass wir haben, oder Kiel hat in letzter 10 oder 15 Minuten hat sehr gut in Abwehr gestanden. Dann die Bälle hat Landi dann gehalten, drei, vier Bälle. Und die haben das, ich denke, 2, 3 einfache Tore vom Gegenstoß getroffen. Und dann waren +3, +4 Tore. Und dann ist ganz schwer, gegen so einen Gegner zurückzukommen. Die Füchse bleiben nach der Niederlage gegen Kiel auf dem 8. Rang. Paul, wir haben gerade gesehen, du hast es natürlich auch live gesehen hier in der Halle, leider nicht mit dem Trikot, sondern in deinem Anzug. 24:27 gegen den THW Kiel. Der THW Kiel ist eigentlich, glaube ich, mittlerweile schlagbar, so wie die Saison spielt. Für uns hat es heute nicht gereicht. Was denkst du, warum? Ich glaube, zuerst muss man sagen, wir haben ja wirklich einen tollen Fight geliefert, auch eine super Stimmung in der Halle gehabt, war ausverkauft, ganz, ganz toll. Und ja, ich meine, wir haben lange mitgehalten. Auf beiden Seiten eine sehr, sehr gute Abwehr und gegen den THW Kiel kann man auch mal verlieren, weil die haben zurzeit auch deutlich mehr Wechselmöglichkeiten als wir. Da kommen immer frische Leute und das ist natürlich schwer, dann in den letzten 10 Minuten da noch mitzuhalten. Wenn wir aber sehen, wie weit wir eigentlich schon sind mit unseren vielen neuen Spielern, brauchen wir uns eigentlich nicht allzu viele Sorgen zu machen. Nee, man hat, glaube ich, heute auch gesehen, dass wir uns vor keinem Gegner verstecken müssen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Wir haben ein gutes Selbstvertrauen, auch wenn wir jetzt die letzten Spiele unentschieden oder verloren haben. Aber trotzdem haben wir heute alles gegeben, nochmal alles reingeworfen. Und ja, ich glaube, gegen den THW Kiel kann man auch so knapp verlieren. Das ist keine Schande. Versuchen wir unseren Zuschauern zu erklären. Der eine oder andere fragt sich, wie kommt das, dass Peter Nenadic die ersten Spiele der Saison im Schnitt 8 Tore macht? Jetzt die letzten beiden oder die letzten 3 Spiele. Sagt man, wird da ein bisschen kalt gestellt, es läuft bei ihm nicht, stellt sich die Abwehr anders auf ihn ein, hat er vielleicht nicht mehr das Selbstbewusstsein, was glaubst du, geht da gerade in seinem Kopf vor? Ja, ich glaube, das eine ist, dass die Gegner natürlich auch auf die anderen Spielberichte schauen und sehen, dass Petter viele, viele Tore in den letzten Spielen gemacht hat und sich natürlich darauf einstellen. Und die andere Sache ist, ich glaube, wie jeder andere Mensch kann er auch mal einen schlechten Tag erwischen und dann trifft er vielleicht nur den Pfosten. Ich glaube, das ist auch menschlich und das gehört halt eben auch zum Spiel dazu. Leider Gottes haben wir heute auch wieder eine menschliche Schwäche gehabt und die war vom Punkt. Das müssen wir abstellen, oder? Ja, wir haben teilweise dann auch wenigstens den Nachwurf reingemacht, aber so 1, 2 mehr, da würde ich jetzt nicht Nein sagen. Wir wollen hoffen, dass wir gemeinsam mit dir hoffentlich bald hier in der Halle wieder viele weitere Erfolge feiern.
24-27 kann man, glaube ich, auch mal verlieren gegen den THW Kiel. Wir spielen jetzt am 11.11. zu Hause gegen Gummersbach. Da muss man ganz klar sagen, ein Pflichtsieg sollte das schon sein. Und dann am 18.11. gegen den TuS Lübbecke. Ja, ich glaube, das sind beides gute Mannschaften. Und da muss man hochkonzentriert rangehen. Aber ich glaube, wir sollten die Pause jetzt dann noch nutzen. Alle sich regenerieren, auch mal vielleicht ein, zwei Tage mal an was anderes denken als an Handball. Und dann, denke ich, kommen wir hier gestärkt in die Halle und holen die Punkte. Wir hoffen natürlich auch, dass ganz viele Zuschauer den Weg in die Halle finden. Heute ausverkauftes Haus, 9000 Zuschauer. Fantastische Stimmung. Die hoffen wir uns am 11.11. gegen Gummersbach und am 18.11. gegen den TuS Lübbecke. Leider Gottes noch ohne Paul, aber ich hoffe bald entweder wieder mit Paul. Unsere Nummer 95, Paul Drucks.